Erfolg. Erfolg ist das zentrale Thema unserer heutigen Gesellschaft und auch eine unserer größten Herausforderungen. Aber manchmal kann es auch ganz einfach sein. Freuen Sie sich heute auf eine Talkrunde mit drei hochkarätigen und interessanten Gästen. Miriam Donaubauer ist Expertin für Selbstliebe. Sie hilft Frauen, die sich im Leben verloren fühlen, wieder zurück auf die Sonnenseite des Lebens. Als Coach für Krisensituationen zeigt sie, wie Menschen aus ihren inneren Stürmen wieder ins Gleichgewicht kommen. Alexandra Weber ist Quantensprung-Expertin. Damit hilft sie Frauen, die das Gefühl haben, auf der Stelle zu treten, zu funktionieren, aber weder Erfüllung noch Glück empfinden, ihre innere Handbremse zu lösen. Sie zeigt Wege auf, mit denen wir uns das Leben unserer Träume wieder ermöglichen können. Vera Heiduck ist Expertin für löwenstarke Kinder. Sie zeigt, wie Kinder den Löwen wecken, damit sie gestärkt durchs Leben gehen können. Und wie Eltern ihre Kinder unterstützen können, damit sie mit Freude und Spaß erfolgreich durch die Schulzeit kommen. Ja, liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der Sendung Wege zum Erfolg. Ich freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind und habe heute hier eine Runde mit drei wunderbaren, großartigen Expertinnen, die ich nun gleich persönlich vorstellen möchte. Vera Heiduck, ganz herzlich willkommen. Hallo. Liebe Vera, du bist Expertin für löwenstarke Kinder und ihre Eltern. Du zeigst Kindern, wie sie den Löwen in sich wecken können, um dadurch gestärkt durchs Leben zu gehen. Doch zunächst die Frage, was ist für dich Erfolg? Ja, ich bin eine Nachteule und eine Langschläferin und für mich ist schon mal der erste Erfolg, dass ich es morgens um 5 schaffe aufzustehen, weil mich meine Leidenschaft mit den Kindern und den Eltern so aus dem Bett zieht. Und Erfolg ist es für mich, wenn die Kinder in meinen Kursen am Ende der ersten Stunde fragende Gesichter haben und sagen, oh, ist es jetzt schon vorbei? Warum kann das nicht jeden Tag sein? Und Erfolg ist für mich, wenn ich einen Vortrag vor den Eltern halte und die Mutter, die in der ersten Reihe sitzt, sieht richtig müde aus. Und ich merke, die kann sich kaum konzentrieren. Ist aber die Erste, die aufspringt nach dem Vortrag und sagt, Entschuldigung, dass ich so ein bisschen müde aussah, aber ich hatte einen anstrengenden Tag und ich dachte, oh, noch so ein langweiliger Elternabend, aber Ihnen hätte ich jetzt echt noch länger zuhören können. Das war so ein spannendes Thema und ich konnte so viel für mich mitnehmen. Das sind für mich so Erfolgsmomente. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Dann haben wir Alexandra Weber, das ist die Expertin für Quantensprünge. Liebe Alexandra, dazu werden wir nachher noch mehr hören. Das ist ein ganz spannendes Thema. Doch zunächst einmal die Frage, was ist für dich Erfolg? Für mich ist Erfolg, wenn ich alles in der Balance habe, wenn ich zum einen meine Familie habe und auch meine Berufung, meine Passion leben kann. Wenn alles im Gleichgewicht ist für mich, dann bin ich maximal erfolgreich. Ja, vielen Dank, sehr spannend. Liebe Miriam, du kennst dich aus mit Familienstreitereien. Du hast das extrem Wichtige erfahren, dass es wichtig ist, die Verbindung zu sich selbst zu haben. Und darin begleitest du Frauen, in diese Harmonie wieder zu kommen. Wie erreichst du das? Was machst du da genau? Ich möchte es dazu einer kleinen Geschichte verdeutlichen. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, ein kleines Boot auf einem riesigen Ozean. Und dieses kleine Boot, da sitzt du drauf, das Boot ist dein Leben sozusagen. Und jetzt gibt es diese schönen Tage, diese sonnigen Tage, da wo alles, das Wasser spiegelglatt ist, du genießt den Tag, ist alles toll. Dann gibt es aber auch diese anderen Momente und da kommt Sturm auf oder erst so eine leichte Böe, dann kommt Sturm auf und die Wogen werden gigantisch, riesig und plötzlich schwappt Wasser über dieses Boot drüber, es reißt erst das Ruder ab, dann das Segel, dann kommt vielleicht auch noch die Reling dazu. Und du sitzt am Ende nur noch auf so einem Stückchen Treibholz, mehr oder weniger. Und du weißt gar nicht, wo geht's denn jetzt hin? Da bin dann ich eben zur Stelle, für wenn diese Wogen des Lebens, diese Wut oder Frustration, Streitereien wirklich so überschwappen in diesem einen Lebensbereich und sich von diesem einen Lebensbereich in alle anderen Lebensbereiche mit ausstrahlen und man irgendwie so am Boden liegt, dann geht's darum,
jemandem die Hand zu reichen und ihn da wieder rauszuziehen. Mhm. Und das ist das, was ich tue im Prinzip. Ja, danke. Ich glaube, in diesem Bild können sich viele Frauen wiederfinden. Vielen Dank dafür. Ja, liebe Vera, du bist als Mindset-Coach für löwenstarke Kinder und ihre Eltern da. Du willst diese Stärke, diesen Löwen in den Kindern wecken. Und meine Frage ist jetzt, welche Menschen kommen denn zu einer Expertin für löwenstarke Kinder und ihre Eltern? Also zum einen kommen Eltern, die Kinder haben, die 3, 4 Jahre alt sind, meistens in Vorbereitung auf die Schule. Und die kommen, weil sie ein leises Kind haben und weil sie glauben, sie möchten gern noch was tun, dass dieses leise Kind in der Schule einfach nicht untergeht, dass es wahrgenommen wird und dass es sich traut, dort was zu tun. Also möchten sie dieses Kind unterstützen, zu wachsen. So, der Löwe muss brüllen. Zum anderen gibt es dann Eltern von Kindern, die sind schon ein bisschen größer, die sind vielleicht auch nicht die leisesten, sondern eher die lauten. Und die sind manchmal auch der Klassenkasper. Mhm. Die sind also etwas auffälliger und von denen glaubt man, die haben großes Selbstbewusstsein. Ja. Das sind oft die Kinder, die sich schon ein richtig großes Schutzschild um ihr Leisesein gebaut haben. Also die nach außen hin gar nicht mehr zeigen, wer sie wirklich sind, sondern die sich eine Maske aufsetzen, damit sie ja, ankommen bei den anderen, cool sind, wie auch immer. Und die lernen was ganz anderes. Ja. Die lernen nämlich, dass sie andere Seiten an sich haben. Und da guckt man vielleicht auch mal was ganz anderes, was bei denen noch drinnen schlummert. Ja. Insgesamt sind es Eltern, die einfach ihr Kind unterstützen wollen im Erwachsenwerden, im Größerwerden. Und die wollen, dass ihr Kind gut durch die Schulzeit und durchs Leben kommt. Mhm. Sehr spannend. Ja, vielen Dank. Liebe Alexandra, wir haben gehört, dass es Frauen gibt, da ist die Familie in Ordnung, alles gut, doch die Frauen haben sich selbst vergessen. Und die spannende Frage ist jetzt, welche Menschen kommen zu einer Quantensprung-Expertin? Du hast uns gesagt, du bist für schnelle Ergebnisse. Ja, und der Quantensprung steht also, der Prozess steht auch für schnelle Ergebnisse. Und die Menschen, die spüren in sich, sie haben schon einen Plan, sie haben ein Ziel, sie haben vielleicht sogar eine Idee, was sie machen könnten, aber sie funktionieren in ihrem System sehr gut und spüren dieses Verlangen, nach draußen gehen zu wollen, aber spüren diese, du hast es so schön genannt, diese Handbremse. Ja, sie spüren, dass irgendwas in ihnen blockiert ist. Mhm. Und das können solche Programme sein wie, ich habe es nicht verdient, irgendetwas, was man in der Kindheit abgespeichert hat, ja, oder ich bin es nicht wert. Und das sind diese Dinge, die einen zurückhalten. Im Kopf hat man es klar, aber an der Umsetzung fehlt es. Das sind halt auch Frauen. Zumeist sind es Frauen, die eben schon Kinder haben, die das gewohnt sind zu managen, ja, für die anderen da zu sein und sich dabei ein bisschen selber vergessen. Mhm. Und auch nicht den Anspruch möglicherweise haben, weil sie es so vorgelebt bekommen haben, ja, dass die Frauen sich da einfach in der Zurückhaltung haben oder die sich eben nicht selber lieben oder nicht lieben dürfen, weil das geht schon in der Pubertät los, ja, dass man da, ich kann mich erinnern, wenn man da irgendwie ein bisschen was nur geäußert hat, so, oh, ich sehe jetzt heute gut aus, dann, die ist ja eingebildet und dann kommt gleich die ganze Masse, die das erzählt und dann will man natürlich nicht dazu gehören, ja, ist ja eine schwierige Phase, aber da prägt es sich dann eben auch, dass es nicht schick ist und dass es dann egoistisch ist und dann ist es sofort negativ besetzt. Und das ist in dem Moment für die Frau dann schwierig zu sagen, ich würde gerne, aber ich will ja nicht egoistisch sein. Also die hängt in so einer Zerrissenheit. Und in diesem Moment entsteht dann diese Handbremse ja eigentlich ja, schon. Ja, das ist die Handbremse im Grunde genommen. Diese Bewertung von damals, die sie vorgenommen hat, die sie dann als ihre Wahrheit abgespeichert hat oder aber auch die Wahrheit, die sie einfach von der Mutter ungeprüft, unbewusst übernommen hat, ja, weil sie es so vorgelebt bekommen hat. Das ist die Handbremse. Und wenn man diese Bewertung im Unterbewusstsein verwandelt in das komplette Gegenteil, dann ist es keine Handbremse mehr, sondern dann hat es Antriebskraft. Mhm. Ja, das klingt sehr spannend. Ja. Vielen Dank. Meine Lieben, wir sind schon fast am Ende unserer Sendung angekommen und es ist ja eine gute Tradition hier in dieser Sendung, dass die Gäste ein Geschenk für unsere Zuschauer haben, dass sie das Ganze ganz schnell und leicht umsetzen können.
Liebe Miriam, was hast du denn für unsere Zuschauer an Tipps? Das Allereinfachste, was du tun kannst, umsetzen daheim, ist, schnapp dir ein Blatt Papier und fertige zwei Listen an. Die eine Liste ist diese, was ich nicht mehr will in meinem Leben, weil die meisten Menschen wissen in ihrem Leben ganz genau, was sie nicht mehr wollen. Und deswegen schreib auf, was soll nicht mehr sein in deinem Leben. Ich will nicht mehr enttäuscht werden zum Beispiel. Und dann auf die andere Seite des Blattes direkt gegenüber schreibst du auf, was du willst. Was soll sein in deinem Leben? Jetzt, wenn du die rechte Seite anschaust, hast du eine ganz klare Spur, was du eigentlich willst. Vielleicht ist das für dich das erste Mal so dieser Effekt, so, oh, jetzt weiß ich endlich, um was es geht, wo ich hin will. Da verändert sich der Fokus mit. Und das Zweite, was direkt daran anschließt, ist, hör auf dein Herz, weil dein Herz sagt dir schon ganz genau, wo es lang geht, weil es ist ja alles in dir und im Prinzip weißt du, was sein soll und was nicht und wie du es haben möchtest. Und das Herz ist dein allerehrlichster Ratgeber. Freunde sind toll, aber dein Herz sagt dir ganz offen und ehrlich, um was es geht in deinem Leben für dich. Und ganz schnell geht's, wenn du dir jemanden an die Seite holst, der dich in dem Prozess begleitet. Du schaffst alles alleine, aber es dauert so viel länger, wenn du es alleine machst. Wenn du jemanden an die Seite holst, dann können ganz schnelle Ergebnisse, wie wir es besprochen haben, erreicht werden. Und das wünsche ich dir. Es ist so schön, dass es dich gibt. Danke für dich. Liebe Vera, welche Tipps hast du für unsere Zuschauer mitgebracht? Ja, ich möchte alle Eltern, auch wenn die Kinder noch so klein sind, dazu anregen, ein Spiel mit ihnen zu spielen, das das Mindset trainiert, von klein auf, sobald sie reden können. Und zwar, die Eltern bringen ihren Kindern bei, sich tolle Sätze zu sagen. Ich bin toll. Und das Kind sagt den Satz zurück. Ich bin toll. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Ich bin wunderbar. Ich bin wunderbar. Also es geht nicht darum, den anderen zu übertreffen, sondern es geht darum, das Spiel wie ein Ball hin und her zu spielen. Und dabei trainieren die Kinder ganz bewusst Ich-Bin-Sätze und mit denen können sie ihr Mindset unglaublich positiv programmieren. Ganz einfach und für die Kinder total spielerisch. Wunderbar, meine Lieben. Wow, das war echt großartig, was ihr hier beigetragen habt. Ich freue mich sehr, dass ihr meine Gäste seid und freue mich auch, das an anderer Stelle weiter fortzusetzen. Liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich freue mich, Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können und wünsche auch Ihnen viel Freude und Leichtigkeit auf Ihrem Weg. Bis dahin, Ihre Astrid Best-Botthof.